Flavorites wird präsentiert von Lidl Schweiz. Lidl Schweiz, da steckt richtig viel Schweiz drin. Wisst ihr, was das ist? Richtig. Das ist eine Querrippe von einem Rind. Quasi ein super Spare Rib. Und um das dreht sich's heute. Mit Herdöpfelstock, allem drum und dran, wie es das Grosse macht. Wunderschöne Fleischspitzen. Ja? Saftig, gross, wo man dann tiptop schmoren kann. Schön würzen. So ein bisschen das Fleischsaft rausziehen, das werden wir dann brauchen. Und da nicht sparsam umgehen, sondern richtig schön einsauben, das Zeug. Kein Pfeffer, der verbrennt mich. Schön. Da. Und tue vielleicht noch so ein Tröpfchen zwei Olivenöl dran. Geht direkt schon jetzt. Und jetzt wollen wir das Projekt Super Spare Ribs laufen. Himmel. So, Öl. Und hier unsere Tenders. Schön anbraten. Das ist, finde ich, das Wichtigste bei Schmorgerichten. Ist diese Phase. Anbraten, sich Zeit nehmen, rundum, langsam. Und es sieht einfach schon irrsinnig aus, schon das Bild. Eine Schale mit wunderschönen Stückchen Fleisch. Jetzt kommt da langsam Leben in die Küche. Nehmen wir das raus. Nichts anderes als ein bisschen Wasser dran geben und ablöschen hier. Ja. Da drin ist unsere Basis für das Glück. Und weiterfahren, nicht? Gut, das ist mal Phase 1. Und jetzt sage ich immer, ein Kilo Fleisch, das Kilo Fleisch schmeckt, brauchst du mindestens 2 Kilo Gemüse. Mindestens. Und das machen wir jetzt. Wir nehmen nämlich so viel Fleisch, wie wir haben, doppelt so viel Gemüse, machen ein Kaliber, setzen wir fest. Und da nicht zu klein gehen, weil wir das schmoren, wenn nicht, dass das ganze Zeug verplodert ist, dass etwa alle gleich durch sind zur gleichen Zeit. He? Der Knoblauch hinten abschneiden und oben abschneiden, fertig. Plus der Stangensellerie. Wir haben schon fein eine Auswahl. So. Und das hier sieht erstens irrsinnig aus. Brutal viel Geschmack. Und das tun wir jetzt anbraten. Schau mal die Farben an. Gut. Dann tun wir es ein bisschen würzen. Mit Salz. Ein bisschen Pfeffer. So. Da können wir nicht nachfahren, schauen, was da wieder läuft. Schön anrösten, das Gemüse. Slowly. Tomaten. Füll. Das darf jetzt nicht anbrennen, es wird sehr schnell bitter. Und so mit anrösten, die Tomaten. Ganz wenig. Schnell dran. Ich würde es gerne machen, so eine schöne Bindung zu bekommen. Es gibt der Soße einen so ein traditionellen, schönen Glanz. Bindet schön. Wunderbar. Und jetzt so, Rotwein ablöschen. Noch Lorbeerblättchen. Dann tue ich gerne noch so ein bisschen Honig dran. Es
gibt dem Ganzen so ein bisschen einen Drive. Ja, mit dem Wein schafft es sowieso. Plus das Bötchen von vorhin. Und dann hier unsere Fleischmörtel. Schön einsetzen hier. Unbedingt. Nie etwas vortun. Saft rein. Alufolie drauf. Abdecken. Das ist traditional cooking. Das ist der Ursprung. Ofen. 180 Grad. Lömer, tipptopp. Bene. Und tschüss. Nebenbei machen wir Herdöpfelstampf. Und dort ist wichtig, ich rechne immer ca. 1 Herdöpfel pro Person. In diesem Fall nehmen wir noch ein bisschen Sellerie dazu. Und zum Sellerie dazu schlussendlich noch eine Birne. Und hey, Herdöpfelstampf zu machen, das ist jetzt etwas, dafür begreife ich den Griff zum Päckchen definitiv nicht mehr. Absolut easy peasy, schnell gemacht. Hier ins Wasser. So. Plus der Sellerie, der geht würfeln. Die wir schon parat machen. Und zwar Vollgas. Die Birne braucht wirklich nicht lange. Dann ist die wie gut. Noch in den letzten paar Minuten mitkochen. Fein ist es. So. Den Rest Wasser abschütten. Und jetzt, mal Anfang einmal das Verstampfen schön. Hier haben wir jetzt ein Löffel Sauerrahm dran. Gar nicht Milch aufkochen und Zeug und Sachen, sondern gleich in die liegende Pfanne weiterfahren. So. Das reicht. Ein bisschen salzen. Ja. Schau mal. Hallo, haben wir hier? Oder haben wir hier einen wunderschönen Stampf? Und jetzt gehen wir hinter das Eingemachte hier. So. Uhu. Und da habe ich so fest gefreut. Gar nicht vorstellen. Da drehe ich durch. Das löst sich schön vom Knochen ab. Mm. Himmlisch! So. Mit Sellerie, Birne, Fleisch. Schau da. Das ist so cool. Gemüse. Rüebli, Pfälzer rauspicken. Das ist ein Gericht. Brav Soße. Etwas Grünes drauf. So. Wieder Splitter, man einfach noch so hier so reinstecken. Wenn ich vom Menü rede, zum Beispiel, dann rede ich von so etwas im Menü einschicken. Und wenn ich nachher so ein bisschen reingehe hier und den luftigen Herdöpfelstampf nehme. Und innen drin noch jedes Textürchen spüren. Und ich es noch vor dem Fleisch essen. Das heisst ja etwas. Ich liebe es, so etwas auf den Teller zu bringen. Das ist Ursprung. Das ist einfach. Das ist die Zufriedenheit hier. Das ist so wie wir mit der Grosle. Am Sonntag ab ins Grüne. Mit dem alten Fort. Hinger innen gehockt.
Auf einmal ist schlecht geworden, bis dort bist du angekommen. Und dann hat es etwas gegeben und dann war es gut. Flavorites wird präsentiert von Lidl Schweiz. Lidl Schweiz, da steckt richtig viel Schweiz drin.